Hey, soll ich die schon wieder versuchen zu killen? Ja. Da habe ich aber gar keine Lust drauf jetzt mehr. Jetzt gucken wir die ganzen Rotrücke hier an. Ja, komm, wir versuchen es einfach nochmal. So, zweiter. Dritter. Also, da kommen ja doch wieder die scheiß Rotröcke. Bitte Gott, geleite mich nur heim. Ja. So, irgendwie klappt das mit dem Kontern hier nie. Tja. Jetzt haben wir es denen gezeigt. Schnell weg hier. Bekanntheitsgrad. Zwei Gegner be- Oh, nee. Verwandten zu den Opfern zählen. Komm, wir klettern jetzt lieber hier rauf. Familie vereint, um diesen Mörder zu fassen. Captain Moore. Wie werden wir das jetzt wieder los? Moment. Ah, ich drücke mal die falsche Taste hier. Mal hier. Stadtschreier? Stadtschreier. Aber jetzt müssen wir den da irgendwie wieder was stecken, ne? Behalte das abgebildete Antlitz im Gedächtnis, meine Freunde. Und helft den tapferen Soldaten, diesen Irren so schnell wie möglich zu ergreifen. Denkt daran, dass eure Freunde, Nachbarn, Mann, halt die Klappe. Gut. Ich glaube, jetzt sind wir wieder inkognito, ne? Ja. Okay. So kann man natürlich auch Geld machen, ne? Da rettet man hier die Leute vor den bösen Steuereintreibern. Da fallen die einem so im Rücken. Einmal gespannt, wie das erstmal abgeht, wenn die Revolution hier richtig losgeht. Was ich nicht habe, braucht ihr auch nicht. Oh, da sind wieder ein paar Rotröcke. Aber die suchen uns ja jetzt zum Glück nicht mehr. Dann gehen wir zu unserer Hauptmission weiter. Halt, Mann. So, Tür öffnen. Connor, ich stelle dir einige Gleichgesinnte vor. Der Besitzer dieses feinen Etablissements, William Molyneux, und der Leiter und Chefkoch seines neuesten Projekts, Stéphane Chaffaut. Ah, Connor und ich haben uns eben erst mit den Rotröcken eines Steuereintreibers vor meinem Haus amüsiert. Die Eintreiber werden dreister und gewalttätiger. Darum müssen wir uns kümmern, Samuel. Wir müssen einen Banner hissen, damit die Leute wissen, dass sie nicht allein sind. Die Docks sind ein rechter Kampfplatz zurzeit. Demonstranten schirmen die letzte britische Teelieferung ab. Die Augen der Stadt sind auf diese Bühne gerichtet. Ein Bosner ohne Tee ist eine reißende Bestie. William Johnson schmuggelt den Tee von den Schiffen. Einer seiner Männer wollte mir das hier verkaufen. Eine Probe von dem Angebotenen, doch sie ist von den Schiffen. Der Stempel lässt keinen Zweifel. Er verlangt einen stolzen Preis. Er muss ein wahres Vermögen damit verdienen. Wo ist er jetzt? Ich habe den Mann nie gesehen. Darf ich fragen, warum du ihn suchst, Connor? Er hat vor, das ganze Land zu kaufen, auf dem mein Dorf steht. Und ohne die Zustimmung meines Volkes. Zweifellos finanziert der Profit dieser kleinen Schmuggeloperation den Ankauf. Für die Schmuggler ist sie eine Wohltat, diese Teesteuer. Ich wette, dieselben Männer, die die Steuer erheben, verkaufen den Tee. An der Bühne verlangt nach Spektakel und ich kenne das Stück. Jo, stimmt, das war ja Connor, irgendwie um dem Tee. Geh zurück zu den Docks und sorg für die Zerstörung des Tees. Wenn du uns brauchst, komm wieder her. Ja, toll. Überall bleibt alles in uns hängen.
Wollen wir mit dem mal reden? Hallo, Connor. Der Tee wird von Johnsons Männern überall um Boston herum geschmuggelt. Wenn du solche Kisten erspähst, könntest du die Lieferung vielleicht stoppen. Und die verdammten Steuereintreiber sind immer noch aktiv. Die brauchen noch ein, zwei Lektionen, ha? Okay, von ein paar von denen haben wir uns ja schon gekümmert. Was ist mit dem da? Ein Spiel spielen? Was, Mühle? War schon so lange her, dass ich mal Mühle gespielt habe. Aber um Mühle zu spielen, müssen wir hier nicht Assassin's Creed spielen. Entschuldigung. Pass auf, Mann! Okay, da war der erste Tee erledigt. Wir müssen also für den Docks dahin. Weil es sind aber verdammt viele Missionen hier vom Weg befreien. Ja, vielleicht machen wir irgendwann mal noch die ein oder andere. Aber jetzt will ich mich eigentlich mehr... Generell will ich mich mehr um die Hauptquest hier kümmern, als ständig irgendwelche Typen abzumurksen. Okay, Türme haben wir da ja auch auf dem Weg auch keine. Dann können wir also ruhig dahin gehen. Unter Bekanntheitsgrad Stufe 2 bleiben. Da muss ich mal gucken, wenn ich nicht nochmal so eine Aktion machen sollte, dass ich vielleicht vorher irgendeinem schmiere. Oder lag das einfach nur dran, weil das recht dicht aneinander war. So. Geh aus dem Weg. Laufen. Nein, hier lohnt es sich wenigstens ein bisschen mehr. Man sieht ja ein bisschen was mehr. Bossenzentrum steuern. Die Schmuggler abfangen und ihre Schmuggelware zerstören. Dup. Die Kinder stört das gar nicht, dass ich den da gerade abgemuxt habe. Nicht beachten, ich verschwinde augenblicklich. Das sind Rotröcke da vorne. Wollen wir denn vielleicht noch ein paar Schmuggler? Oder war das jetzt einfach nur Zufall, dass wir den getroffen haben? Weil der Ziel ist ja da hinten. Ja, das Schiff haben wir uns doch mit dem Vater angeschaut. Sind aber nicht wirklich weitergekommen. Sieht nämlich noch genauso gleich aus. Oder ist das schon wieder das nächste? Das Rad beginnt die Sichtkontakt zu untersuchen. Aber da hinten können wir hin. Entschuldige, Mann. Was soll ich jetzt damit machen? An. Hm? Bist einer. Ah, schon wieder Auto-Target. Verdammter Mistkerl. Ich will den da. Ich will den. Lass mich in Ruhe, du Mistkerl. Habe ich den jetzt erledigt? Ich verstehe das gerade nicht so ganz.
Egal. Objekt aufheben. Müssen wir jetzt bestimmt da irgendwie reinschmeißen, ne? Hm? War ich jetzt das Falsche hier? Verstehe ich jetzt nicht. Ich würde sagen, dass ich das einfach ins Wasser werfen muss, oder? Achso, Objekt werfen. Werfen wir es mal einfach ins Wasser. Mann, solange du mich in Ruhe lässt, tue ich dir nichts. Ist doch nur fair. Der hämmert auch ganz weiter. So. Wie viel von den Fässern müssen wir denn eigentlich beseitigen? Lass mich nicht verrecken. Du verreckst nicht, Mann. Gnade bitte, ich bin kein schlechter Mensch. Ist ja schon auf, sonst krieg ich dich wirklich noch. Kriege aber auch irgendwie keine Anzeige hier von wegen so viel von so viel erledigt. Dann mache ich was Falsches mit dem Zeug hier. Bekanntheitsgrad, ja, schaffen wir nicht. Limit für Einsatz von Feuerwaffen 6. Pulverfässer benutzen, um Schmuggelware zu zerstören. Oh. Das sind Pulverfässer. Also, ich mache irgendwas falsch. Okay, wir haben hier ein Pulverfass. Mein Gott. Und sollen jetzt Schmuggelware zerstören. Aber was davon ist denn Schmuggelware? Ach, das hier glaube ich, ne? Ah. Holen wir vielleicht wieder noch ein paar Fässer mehr. Dürfen ja nur dreimal schießen. Bitte tut mir nicht weh. Also, das hier auch nochmal. Versuchen wir einfach mal mit zwei. Pistole. Ne, die Taste war das, glaube ich, ne? So. Bang. Ach, sechsmal Feuerwaffen. Tja, jetzt ist er doch tot. Hast du Pech gehabt, Mann. Wäre es einfach mal abgehauen. Wäre es einfacher gewesen. So. Jetzt brauchen wir wieder Schmuggelware. Ich glaube, da hinten auf dem Schiffchen sehe ich was. Ja, okay, jetzt nicht auf dem Schiff, sondern auf dem Steg. Guten Tag. Komm, rüber hier. Okay, ich will mich endlich... Eigentlich wollte ich die hier in Ruhe lassen. Aber wenn ihr nicht wollt... Ah, ich sehe nichts. Ich wollte gerade sagen, der muss doch sterben, Mann. Hä? Balanciere ich hier so auf einen doofen Stein. So. Sagen, kann ja nicht sein, dass der da so viele Stiche überlebt. Eine Kugel. Die können wir gebrauchen. Der schrubbt das Deck. Brauchen wir jetzt mal wieder ein Pulverfass. Legen. Wow. Zack. Ups.
keine Ahnung, wie das passieren konnte. War schon krass, dass die so von dem Tee abhängig sind. Jo, da ist schon unser nächstes Ziel.